Wenn es um Ihre Stimme geht, was könnten Sie tun, um stimmlich noch wirkungsvoller rüberzukommen? Mein Name ist Arno Fischbacher, ich bin Wirtschaftsstimmcoach, Rhetorikexperte, Speaker und Autor. Und in den nächsten wenigen Minuten gebe ich Ihnen einige wesentliche Hinweise mit, wie Sie Ihre Stimme noch wirkungsvoller einsetzen können. Als erster Grundsatz gilt: Ihre Stimme ist hörbare Körpersprache. So wie Sie stehen oder wie Sie gerade sitzen, so klingen Sie. Wenn Sie also gerade präsentieren, wenn Sie im Stehen sprechen, achten Sie darauf, dass Sie guten Bodenkontakt haben, dass Sie mit beiden Beinen fest am Boden stehen, dass Sie Ihre Knie nicht ganz durchstrecken, also so, als würden Sie sportlich gesehen beim Skifahren gerade losstarten, die Knie etwas lösen, die Mitte aktivieren. Dadurch wird Ihre Atmung so richtig in Schwung gebracht und Ihre Stimme kann kraftvoll, klar und voluminös wirken. Wenn Sie einen guten Stand entwickelt haben, also Ihren Standpunkt auch stimmlich ausdrücken, dann wird, Sie werden es bemerken, Ihre Gestik etwas größer arbeiten. Dann werden Ihre Schultern unter Umständen gleich etwas loslassen und je freier, je souveräner, je selbstverständlicher sich Ihre Arme bewegen, umso stärker wird Ihre Stimme auf- und abmodulieren. Wenn Sie so dastehen, wie viele Menschen es tun, dann muss Ihre Stimme wohl von selbst auf- und abmodulieren und das klingt nicht besonders authentisch. Wenn Sie Ihren Schultern freigeben und Ihre Ellbogenradius etwas weiter wird, wirken Sie optisch souveräner, aber Ihre Stimme entfaltet Ihre Kraft. Was könnte ein zweiter wirkungsvoller Tipp sein, den Sie sofort umsetzen können? Lernen Sie, Stimmen zu hören. Die Stimme ist ja deshalb so wirkungsvoll in der Wirtschaft, in der Praxis, in Gesprächen, beim Präsentieren, weil sie in erster Linie unbewusst wirkt. Also unbewusst auf Ihre Zuhörer und Gesprächspartner wirkt, aber auch unbewusst für Sie selbst bleibt. Es fällt Ihnen nicht auf, wie Sie klingen. Lernen Sie zu differenzieren, wie klingt es eigentlich. Hören Sie im Alltag, sagen wir für 3, 4, 5 Sekunden gezielt auf den Klang einer Stimme. Tun Sie es aber bitte nicht in Situationen, in denen es wirklich darauf ankommt, zu hören, was der andere sagt. Tun Sie es also in unbedenklichen Alltagssituationen. Schalten Sie für wenige Sekunden um, lauschen Sie auf den Klang der Stimme und erfassen Sie, was höre ich da heraus? Wie klingt es? Was höre ich hindurch durch diese Stimme? Was verrät mir diese Stimme alles? Und im besten Falle legen Sie ein kleines Stimmtagebuch an. Sammeln Sie Stimmworte. Erst wenn Sie selbst beschreiben können, wie andere Menschen klingen, sind Sie in der Lage, auch Ihre eigene Stimme besser wahrzunehmen. Wenn Sie Menschen beim Präsentieren beobachten, wenn Sie in einer Präsentation sitzen, vielleicht kennen Sie das, dass Sie jemand beginnt zu sprechen und bereits nach den ersten 5, 6 Sekunden wissen Sie, wie lange das dauern wird. Was ist geschehen? Vielleicht spricht jemand gerade, so wie es viele Menschen tun, pausenlos und gibt ihnen keine Gelegenheit, das Gesagte zu verarbeiten, zu verstoffwechseln, zu verstehen, dem Sinn zu geben. Wenn Sie nun selbst präsentieren, achten Sie darauf, lassen Sie Sprechpausen. Wenn Sie etwas Bedeutsames gesagt haben, lassen Sie es nachwirken. Warten Sie, bis bei Ihren Zuhörern der Groschen fällt. Wie unterstützen Sie sich dabei? Rein rhetorisch gesehen, sehr einfach. Sagen Sie nicht einfach, was Sie zu sagen haben, sondern gewöhnen Sie sich an, zuerst danach zu fragen. Und dann erst zu sagen, was Sie zu sagen haben. Was macht die Stimme so wirkungsvoll? Die Stimme ist ein unbewusstes Gestaltungsmittel in der Kommunikation. Das wäre so eine Struktur. Zuerst fragen, dann sagen. Und zu guter Letzt, wenn Sie in die Profiliga vordringen wollen und zu jenen gehören wollen, die Ihre Stimme bewusst nutzen, wärmen Sie Ihre Stimme täglich kurz auf. Das dauert nur wenige Sekunden. Schütteln Sie sich aus, schütteln Sie Ihre Schultern aus, aktivieren Sie Ihre Atmung, strecken Sie sich, dehnen Sie sich.
Gähnen Sie herzhaft. Und vielleicht während des Zähneputzens oder in der Früh, während der Morgentoilette, machen Sie einen Blick in den Spiegel. Aktivieren Sie Ihre Artikulationsmuskulatur. Zeigen Sie sich selbst die Zunge, das macht munter. Und schon haben Sie in wenigen Sekunden Ihrer Stimme einen Gefallen getan. Am Schluss können Sie nochmal sich selbstgefällig zubrummen. Und schon haben Sie ein professionelles Warm-up in wenigen Sekunden gestaltet. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg und sehr viel Spaß und sehr viel Vergnügen in der Weiterentwicklung Ihrer Stimme.